So, irgendwie passen die nicht zusammen, also, oder sie vertragen sich nicht. Da muss ich manchmal Antivirus beenden. Das ist immer unterschiedlich. Und trotzdem leckt es noch. Geht's noch? Ja, ich habe den PC erst kurz neu gestartet. Also wahrscheinlich ist er noch nicht in Gänge gefahren. Nicht vollständig abgeschlossen. Ist das Pferd? Ja. No. Hallo Waffi. Wie der Biss eines Flohs. Ja, ich schau, dass ich die Waffen nicht treffe. Ich werde euch brennen sehen. Dreckiger Mistkerl! Eine Ratte. Oh mein Gott. Oh Mann, ich verstehe. Oh Mann. Tja. Wenn ihr Tränke braucht, solltet ihr bei Arcadia... Hier wird nicht rumgetrödelt. Ich trödel ja nicht drum. So. Eisenerz. Makellose Granate. Ja. Tundra Baumwolle. Ich hab's ja nicht geschrieben. Ein Tisch. Schaut schauen. ruckelt immer noch. Ja, den helfen wir noch nicht. Der da am Magen war. Später, wenn wir dann in der dunkle Bruderschaft gehen, dann bekommt Jakob kurz ein wenig Story mit. Okay, ich schau mal kurz, ob Fraps überhaupt lagfrei aufnimmt. Es kann sein, dass Fraps ruckelhaft aufnimmt, dann bin ich gleich wieder da. Das war das Pferd. Okay. Bis gleich. So, wieder zurück. Ja, Fraps nimmt. Also die FP-Anzeige spinnt ein wenig bei Sky. 4. Schon müde.
Ja, was gibt es da zu erzählen? Ja, ich bin eben krank seit 5 Tagen, Erkältung, Stirnhöhlenentzündung. Ja, und das Kacktelefon geht wieder. Es ist so unnötig, mich anzurufen. So unnötig, gehen wir sowieso nie dran. Ja, ich glaub. Krähen. Wow. So genial. Ja, was gibt es hier? Eine Ruine. Ah, das ist Mike! Das ist Mike! Oder? Ja, Mike! Mike wünscht euch alles Gute. Dankeschön. Wer Bären? Wer? Bären? Menschen, die Bären sind? Ja. Mike, ist es egal, wie stark oder klug jemand ist. Für ihn ist es nur wichtig, was jemand kann. Drachen waren nie ganz verschwunden. Sie waren einfach nur unsichtbar und sehr, sehr leise. Mike ist jetzt müde. Geht jemand anderem auf die Nerven. Okay, Mike ist ein Charakter von The Elder Scrolls, oder die Elder Scrolls Reihe, der immer auftaucht in jedem Game. Und er redet einfach nur geredet. Blödsinn. Nur Blödsinn. Aber lustig. Es ist richtig lustig, dem zuzuhören. Er redet leider in Skyrim ein wenig. Ja. Und ja, es ist einfach so ein Gag. Bei Morrowind war er zum Beispiel mal in einer örtlichen Insel. Bei Oblivion war er überall eigentlich. Und hier ist er auch überall. Und er redet halt immer Sachen von den Entwicklern, was sie falsch gemacht haben, was sie richtig gemacht haben, was im Spiel nicht auftaucht und so weiter. Das ist recht amüsant, dem zuzuhören. Vor allem ist es, er sagt so lustig. Kopfspalte! Oh. Hexenrabenfehler. Sind hier Hexenraben? Komm schon, komm! Hallo! Was macht ihr da? Oh, Feuerratoner. Die sind ein wenig stark. Ja, man kann sie gut ausweichen. Oh, wenn es nicht trocken würde. Ja, sicher! Ganz genau! Ah, Mann! Mach mal das mit. Was ist denn los? Fraps spinnt extrem. Ich habe ja den PC neu gestartet, eigentlich sollte es gehen. Es sollte gehen. Nur wegen diesem Feuermatter machen, oder was? So, jetzt explodiert er. In einer Flammenexplosion. Hallo, Sven. Feuersalze, gut. Boah, ich habe sogar viel zu viel gegessen. Cool. Ja, Fraps, das schlechteste Aufnahmeprogramm ever. Ich habe keinen Bock, die anderen auswendig zu lernen. So.
Wenn ihr ein gutes habt, dann dürft ihr natürlich gerne mir eines nennen, das am besten kostenlos ist. Ja, wenn die auf die Seite ging, kann ich ja nichts dafür. Probleme? Die zwei jetzt. Was ist das? Ah, ein Dolch. Ja, ein Dolch. Jo. Wir sind jetzt wo? Hier gehen wir hier runter und dann hier wieder zurück. Haben wir das vergessen? Ah, dieser Schrein oder was das ist. Wo ist der Schrein? War es überhaupt ein Schrein? Ah, es war noch ein. Da ist da, das meine ich. Da waren wir oben. Und drin waren wir auch schon. Das nächste. Okay. Seid ihr alle okay? Scheinbar schon. Ja, nur eine Tür. Ja, in dieser Region war ich noch nie. Das Ebenen ist ein wenig blind, aber nicht viel. Die Quests, bei den Quests bin ich schon ein wenig mehr blind. Oder blind.